So, aber das hat an meinem Level auf jeden Fall schon mal was getan. 215. Ja, gab schon einen netten Schub. Ja, das ist nicht nur bei dir. Waffen könnten wir auch mal gucken. Da habe ich. Ne, da hab ich ganz schlecht irgendwie. Da wollte nichts. So, wir haben ja auch einen Behälter gekriegt. Max Waffen, Mod ist nett. Was für Waffen suchst du denn, Nil? Das bin ich mir selber noch nicht schlüssig. Das ist gut. Okay. Ich habe hier noch eine M700, ein Scharfschützengewehr, falls wer braucht. Dich nehmen. Das ist ohne Garantie wie das, was ich habe von dem Scharfschützengewehr. Crime Pace. Oh, wir haben hier Lucille stehen. Ist ja witzig. Dankeschön. Die sah sogar von den Werten her ganz gut aus, also die ist brauchbar. Sind die Werte auf den Waffen auch zufällig oder? Alles zufällig. Alles zufällig. Da gibt es keine Konstanten. Okay. Doch, auf den Namecraft. Ja, aber da auch selbst da sind die Werte gewürfelt. Ja, das stimmt. Die Werte, ja. So, Das wohin Einzige, als was hier anders nächstes? ist als bei Diablo, ist, dass die Namen nicht zufällig sind. Was schade ist. Egal, wie flexibel. Ja, aber dann könntest du ja überhaupt nicht mehr dich darauf beziehen. Wir haben noch Queens Tunnellager und Lincoln Tunnel Checkpoint. Lincoln hat man vorhin gemacht, aber den kann man ja bestimmt normal machen. Ja, jetzt auf dem Gearscore lohnt sich das natürlich für euch nochmal, ne? Ja. Ja, dann machen der Rand wir ist noch offen. Als erstes der Queens, oder? Ja, weiß ich nicht, weiß hinterher. Genau, und Epity meinte gerade. Wir müssen erst raus. Und Epity meinte gerade, es ist alles random, aber man kann einen Wert wiederholen. Ja, das ist sehr praktisch, vor allem wenn man eine Waffe irgendwie hat, die halbwegs gute Talente hat und eins scheiße, dann kann man das eine rerollen. Aber wenn du rerollst auf Waffen, kostet es Phoenix Credits, auf Rüstung kostet es Geld. Und dadurch, dass du nur einen rerollen kannst, wird natürlich der Rest dadurch fixiert. Also eine Stadt, dann nochmal neuere, dann nochmal genau, wollen. Du kannst dir ein Talent oder bei den Rüstungen auch das Primärattribut aussuchen und das neu würfeln. Aber wenn du das machst, dann kannst du es nicht mehr verändern. Dann ist es eben dann fix, so wie es ist. Der Rest bleibt dann Stimmt. fixiert. Bei welchem Händler ist das? Ist dieser Verbesserungstisch oder? Nee, da genau, das ist der Verbesserungstisch, der steht unten einmal im Terminal und wenn du reinkommst, direkt geradeaus durch, links die Treppe hoch. Guck mal, erfahren wir heute schon wieder eine ganze Menge Sachen, von denen ich persönlich keinen Plan hatte. Da muss ich ja wirklich ein bisschen mehr auf mein Equip achten. Ach was. Ist ja schlimm, dann wird das so ein Grinden wie bei Diablo. Schlimmer. Irgendwie wird der gerade beschossen. Ja, aber ganz ehrlich, in welchem Spiel muss ich nicht auf deine Equip achten? Es sei denn, du bist halt so der. Ja. Ziele und keines davon ist leicht zu erreichen. Da, nimm den Toaster. Nimm den Toaster, der heilt dich. Sie das Taktikzentrum aus. Drei, übernehmen Sie das Waffenlager vor Ort. Ich brauche die Waffen für meine Leute. Schon wieder da, aber so halb. Ich sehe gerade nichts. Irgendwie haben wir Schneesturm. Ja. Ist doch voll cool. Musst du durch den Sniper gucken. Doch, doch, Iron Man. Wir hören dir schon zu. Das ist alles gar kein Problem hier. Willkommen, Sniper. Da ist auch noch dieser dämliche ja, Turm. Konnte man den nicht irgendwo hier abschalten? War das nicht hier? Ja, musstest du dann bei dem Turm, da wo der Sniper oben drauf steht. Der, glaube ich, eingeschlafen ist. Eigentlich können wir einfach da hingehen und ihm einfach auf die Fresse geben. Na schade, von hinten kommt man nicht rein. Ich mach mal das Geschütz auf, ne? Ja.
Hallo, hallo, Sniper. Die habe ich schon in Aktion gesehen. Echt schlimm. Wenn man das Ding als Feind erkennt, muss man mit einem Wischmopp vom Boden gekratzt werden. Welcher Kopf hält schon 700.000 Schaden? Ja, welcher normaler Mensch schießt in Nahkampf mit einer Sniper? Ja, manche Leute wollen halt ganz anders. Juhu, ich hab einen gekillt. Aber auch ein Sniper, was? Der hat nicht so viel Leben. Besten was vor dem Update, wenn du mit deiner Sniper dich in die Deckung gestellt hast und aus der Hüfte geschossen hast und du immer noch genauso viel Schaden gemacht hast wie mit einer Schrotflinte im Nahkampf. Weil du ja einfach deinen Sniper in einer Hand schießt, das war sehr realistisch. Und vor allem dann noch super getroffen. Ja, kannst halt immer noch machen. Schuss halt nicht. Boah, irgendwer ist gerade ein Running Slack. Ja, ich auch. Ja, bei mir alles in Ordnung. Ihr GPS sagt, Sie sind ganz nah an der Kommzentrale. Passen Sie auf, dass man Sie nicht zu früh bemerkt. Gab es hier jetzt nicht noch einen Turm oder waren das nur die zwei? Später kommen noch welche. Wir sind hier nämlich nur einmal durchgerannt irgendwie. Das ist auch schon eine Weile her. Das ist die Mission hier mit dem Helikopter, oder? Der Sendemast muss auf dem Dach sein. Ja. Wahrscheinlich sind auch ein paar Wartungstypen oben. Am Ende der Große, der über einen Turm ausgebildet und vergleichbar wie wir ausgestattet. Das LMB hat bei der Ausrüstung seiner Leute nicht gespart. So ein Ausdauerkampf, was ich hier führe. Boah, ich dachte, das war ein Feind, ne? Nee, das ist nur der Gram, der wie irre durch die Gegend rennt, weil er nicht beschossen werden möchte. Das ist dann also normal, ja? Ups. Oh, ein Medikit, das brauche ich. Au! Irgendwas ist hinter mir. Ich habe letztens die Mission gespielt, um zu leveln. Einfach nur ein paar Leute hochzuziehen. Und dann laufen wir hier oben auf das Dach drauf und dann stehen da hinten außerhalb der Mission. Auf der anderen Seite von der Betonwand steht einer und jetzt zieht die Agro und werden hier oben immer weggeschossen. Würdest du mal F drücken? Ja. Ich hab's gar nicht gesehen, ich hab mich in der Ecke versteckt. Dankeschön. Bitte befolgen Sie alle Aufforderungen des Last Man Battalion Commander. Schützen damit Ihr eigenes Leben. Den zweiten Sniper nicht gesehen. Er mich aber anscheinend. Gut, das ist ja meistens so. Ja, dass der Computer weiß, wo du bist, Du kein Planer, wo der ist, ja. Ich fand vor dem Patch diese, aber ich glaube, das ist schon, hab mich schon mit 1.5 gepatcht, diese Headshot-Schrotflintentypen, das war echt böse. Wir sind noch Kilometer weit weg und verpassen ja mit der Schrotflinte einen Headshot. Welche Lost? Davon, die konnten doch teilweise sonst wo stehen. Ja. Ja. Das ist bei Falcon Lost, du weißt, sie kommen, du siehst den Blitz. Und hast die eigentlich noch nicht wirklich auf dem Schirm, aber sie geben den Kopfschuss durch die ganze Halle. Und du selber erreichst sie gar nicht mit deiner Schrotflinte. Was ja mit Shotguns generell eigentlich nicht geht. Richtig. Aber das ist auch nicht so ganz richtig, ne? Wenn du die Streuung verringerst, dann kommst du ja ein Stück weiter. Also, wenn du mit einer Shotgun weiter schießen kannst als mit einer Sniper Rifle, dann ja gut, das will ich jetzt ja nicht, das wollte ich jetzt ja nicht behaupten.
Und wenn du mit einer Shotgun quer durch die Halle schießt, kannst und am anderen Ende ankommst und du nicht in Range deiner eigenen Waffen bist, dann möchte ich auch wissen, was für eine Shotgun du hast. Vor allem, wenn deine Kugeln ankommen. Genau. In deinem Körper. Das ist eine Sniper-Shotgun mit verlängertem Lauf. Und das weiß ich nicht. Und Präzision. Oh, oh. Na, also Frage ist dann, aus welchem, was du M dafür geben musstest, damit du das aus dem Prototyp-Labor von 07 rausholen konntest. Ne? Na, vielleicht den zielsuchende Kugeln. Ja, wie die Seeker meint, das kann natürlich sein. Hm. Ach, scheiße. Ach ja. Drück jedes weißt Mal. Du, vor einiger Zeit liefen in der Dark Zone lauter Leute rum, bei denen das ging. So. Du, die laufen da immer noch vor. Also es hatte aber schon nachgelassen. Ja, das stimmt. Auch so gefreut, ne? Geht in die Dark Zone. Wow, da hinten ist ein abtrünniger Agent, den kannst du wegklatschen. Scheiße, er war nicht alleine. Den Typen habe ich gekriegt, aber dann kamen noch seine Freunde. Da muss irgendwo ein Nest sein. Ja, aber man muss ja irgendwie auch so ein bisschen die Mentalität mitnehmen, man hat wen mitgenommen. Richtig. Es ist so ein bisschen wie bei Dark damals, wo man Inti oder Schattenklinge gespielt hat. Man stirbt sowieso, es ist nur die Frage, wie viel man von den anderen noch mitnimmt. Das ist regelmäßig bei Dark Souls. In der Dark Zone waren wir nur einmal ganz kurz bisher und wie sieht denn das aus? Wenn ich einen angreife, dann werde ich abtrünnig oder wie? Und dann ja, genau. Das Tolle war, also an der Stelle war direkt nach dem Patch. Das heißt, wenn ich einen abtrünnigen Agenten töte, bin ich erstmal nicht abtrünnig. Oh! Der kam Hintergrund ist so viel. Und, das heißt, du bist nur abtrünnig, wenn du einen nicht abtrünnigen Agenten tötest. Hm. Und, die haben jetzt seit dem letzten Update, haben die das so gemacht, dass du, wenn du nicht abtrünnig bist, und du stirbst, dann verlierst du auch keine Dark Zone EP und keine Dark Zone Credits mehr. Oh, das ist neu. Ja, weil wenn ich da reinkam, Dark Zone Credits zu haben, haben wir halt auch mal was bei den Dark Zone Händlern kaufen zu können und du wirst halt ständig umgeklatscht, das ist echt ärgerlich. Aber das ist dann erst halt nicht mehr so. Es ist nur noch so, wenn welche Tönig die eben ne, nicht abtrünnig sind, dann wirst du halt abtrünnig und dann verlierst du auch Dark Zone EP und Dark Zone Credits. Na gut, aber das kannst du dann ja letztendlich selber steuern. Ja, das würde ich so nicht sagen. Wenn du voll in Gefecht bist, läufst du um die Ecke und da steht auf einmal einer und schießt einfach. Das ist dann bist du auf einmal abtrünnig. Das wäre letztens auch passiert. Da kam einer, das war ganz kurz auf der Karte, die Menschenjagd. Einer, der, und ich habe gesehen, der kam immer näher. Das waren 80 Meter, dann war es 50. Ich stehe mit meiner Sniper, der fiel voll auf die Ecke. Da kommt einer, ich schieße. Und das war dann aus Versehen einer, wo er hinterher war. Hat mir dann leid mit der Sniper, weil er war dann tot und mich hat dann hinterher der andere gekriegt. Wie hab ich's denn? Ja, irgendwas ist immer. Ja. Wie hab ich's denn geschafft, zwischen alle Leute hier zu laufen? Das. Du hast ein Talent für. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß erstmal bei Falcon Lost Solo. Nein, aber sagen wir einfach mal, man kann es relativ steuern. Also was ich immer noch besser finde, also. Im Gegensatz zum Beispiel, wenn man bei Ion damals PvP gemacht hat und man ist gestorben. Oh ja, das hat mich auch aufgeregt. Das war richtig scheiße mit dem XP-Verlust. Ihr habt Ion gespielt. Ich dachte, das hat niemand gespielt. Ion? doch, klar. Ich glaube, jetzt kenne ich die Hälfte der Spieler, die das jemals gespielt haben. Aber es gab Flügel. Es gab Flügel, ja. Ja. Was meinst du, warum wir das gespielt haben? Das war ein Engelchen. Flügel. Natürlich, die schönen weißen Flügen, das muss sein. Oh, ich freue mich, wenn der neue Overwatch-Tag auf dem Server ist. Der ist so witzig. Die kleine? Ja, der Roboter. Ja, in dem Roboter sitzt doch der Elfjährige genau. Drin oder sowas. Ja, ist voll cool, aber ich habe den gestern auf dem PTR gespielt. Ja, ja Mann, weil je mehr Division du spielst, desto besser wird dein Aiming für Overwatch. Also krass. Ich bin mal gespannt, was der neue Hotzelt bringt. Es sieht aus wie ein Mini-Gaslow. Das ist hier, Initiiere Datenlöschung. Aber das ist ja eigentlich so ein Fotos.
Dingens. So, genau, so ein Protoss. Protoss-Dings. Aber wie gesagt, also wenn ihr auf Overwatch spielt und Lust dazu habt, dann könnt ihr euch gerne auch nochmal mit Graben zusammentun für den Stream, ne? Weil auf jeden Fall, Overwatchen tue ich auch. Ich tue auch Hotzen. Aber wie schon gesagt, auf Blizzard bin ich oder auf einem normalen Niveau. Hm? Auf einem völlig normalen Niveau. Also ich bin kein Pro-Gamer. Definitiv nicht. So ganz okay, weit davon entfernt. Sie sind jetzt am Waffendepot. Sobald Sie die Tür eintreten, Spaß bei dem, was du sind Sie auf sich auf allein gestellt, schließlich Verstärkung schicken. Ja, es kommt drauf an. Also ich im Ranked habe ich dann manchmal nicht so sehr Spaß, wenn du dann nämlich das Problem ist, wenn du nur zu zweit oder zu dritt irgendwo da reingehst und du hast da ein paar Honks dabei, dann ja, aber kommt, das ist momentan doch nicht die Mission mit dem Helikopter. Also momentan ist das Ranked doch total geil. Wir haben letztens gespielt, also aufgrund des Matchmaking, wir sind halt, haben ein bisschen Pech gehabt, sind abgerutscht auf die Bronzeränge und werden da gegen Grandmaster gerankt. Im Hotz, ja. Das ist dann schon echt geil. Aber wir nur haben, in der Teamliga. Wir haben 7 Minuten durchgehalten. Aber Grandmaster Nummer 16 und Grandmaster Nummer 32 haben sehr gut gespielt. Echt? Ja. Wie geil ist das denn? Nicht schlecht. Ich hab mir welche in der Teamliga gesucht, die waren auch alle so Silber und Bronze gerankt. Dream. Und haben dann Teamliga gespielt, weil wir dachten, komm, viel schlimmer kann diese Season nicht mehr werden. Und dann wirst du gematcht gegen zwei Grandmaster Nummer 16 und 32, zwei Dia-Spieler und einen anderen. Ja. Um's fair zu machen. Das war der Hammer. Also, das war eigentlich sofort vorbei. Also mit 7 Minuten alle Keeps weggeholt. Alle. Also Grams Spaßfaktor bei Overwatch und ähnlichem ist immer proportional zum Mood-Level der Mitspieler. Ja, okay, das kann ich aber verstehen. In Overwatch, ich weiß auch nicht, das Matchmaking war eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe bei meinen Ranked-Spielen noch 7 von 10 gewonnen und werde trotzdem als schlechtester 1% der ganzen Overwatch-Ranked-Spieler. Gute Nachricht. Und dann fängst du an, Ranked zu spielen, um dich zu verbessern, und dann weißt du, warum das die schlechtesten 1% der Spieler sind. Genau, und Iron Man hatte gerade zum Thema Dark Zone noch angemerkt, es gibt Leute, die schießen einen in der Dark Zone nur an, damit du sie umhaust, auf das du dann abtrünnig wirst, um an deine Credits ranzukommen. Ja, es passiert ja auch dauernd, dass du Teams hast, die zusammenspielen, wo der eine, der die ganze Zeit vor der Nase rumläuft, und wenn du NPCs wenn du PvE spielst in der Dark Zone, die dir dann da dauernd reinlaufen und der andere steht halt hinter dir. Ich weiß ganz genau, wenn du jetzt anfängst zu schießen, dann läuft der dir durchs Feuer und dann bist du abtrünnig, dann haut er dir von hinten einen über. Das machen da einige, also das ist schon. Mir letztens auch passiert, ich gehe durch die Tür, ich wollte rausgehen, zwei kommen durch die Tür, schießen mich mit der Pistole erstmal an, durch mir dachte, ja, mach mir mal. Ich bin ein bisschen gut überrascht, ich muss mir davon sagen. Also bei uns ist das nicht passiert, wir sind nur kurz durch die Dark Zone gelaufen, da einmal durch diese Abkürzung, weil man ja diese Aufgabe dafür hat. Ja. Und ich bin wirklich durchgelaufen. Kann man nicht als Dark Zone ausführen. Ja gut, aber da waren Leute, die sich gegenseitig gebattelt haben, also die hätten uns auch... Nee, das waren Spieler, die gegen NPCs gekämpft haben. Ach so, da kann man auch gegen NPCs kämpfen. In den neuen Dark Zone-Gebieten, die sind auch echt cool gemacht, also sind echt hübsch gemacht. Also das heißt hübsch, da liegen brennende Müllberge und so, aber sieht gut aus. Doch, hübsch. Ja, die Grafik ist gut. Kriegerische Ambiente, ja? Ja, genau. Heilig. Weihnachten würde ich liebe den Bild von G16 am Morgen oder so, ne? Genau. Aber es sah sehr stimmig aus. Ich mir dachte, jetzt weiß ich gar nicht, warum in der restlichen Stadt noch so viel Müll rumliegt. Die Verstärkung ist gleich da. Ja, ich habe vorhin schon gefragt, wo kommt das Ganze her, der Müll? Geh in die Dark Zone, geh in das Gebiet Nummer 9 und du weißt, wo es wahrscheinlich herkommt. Ja, Iron Man, der Tipp für Graham ist auf jeden Fall super, weil Graham hat auch ab und an einen sehr lockeren Trigger. Ja, der hat meinen Booster kaputt gemacht. Ihr habt dann 9. Ja. Gib doch endlich, du Sack. Also hier stehen eine ganze Menge. Oh, ich lebe wieder. Wie ist das passiert? Ja. Ich hab den Booster vor die Nase geworfen. Naja. Du brauchst? Sobald du tot bist, bloß in so einen grünen Kreis reinrennen und dort bleiben. Der hebt dich dann nach und selbst wieder auf. Der hebt mich dann von alleine auf, alles klar. Genau, dafür ist der Toaster da. Nein! Er hat noch ein HP.
Machen wir mal so, oder? Danke. Guck mal, hier stehen wir auf. Ich geh hier sonst auch nie runter. Das ist immer voll der Selbstmord. Warum haben wir das dieses Mal getan? Weil es geht. Weil es nicht kann. Genau, weil man es kann. Das ist doch der Hauptgrund. Wer kuschelt denn da oben mit dem Shotgunner? Wir nehmen doch nicht den Schaden. Du suchst ja auch den einzigen goldenen Shotgunner, der hier rumläuft, ne? Rechts, der ist zu mir hochgekrabbt. Das stimmt. Der wollte kuscheln. Er wollte was zu mir. Ich muss ihn mal fragen, was er wollte. Seine wichtige Unterscheidung. Er hat angefangen. Nein, er. Ich habe das Gefühl, die schießen von überall. Das ist hier in der Mitte nicht wirklich die beste Posi, das stimmt schon. Nur rum. Hier lebt doch noch irgendwo was. Jetzt nicht, ich seh's bloß nicht. Ach, da. Guten Abend, Agent. Sie sind noch bei der Durchsicht, aber die JTF dürfte von den erbeuteten Waffen noch lange zehren. Oh, eine M700 Taktikversion. Sie haben diesen LMB-Schwachköpfen nicht eingereicht. Machen Sie weiter, dann gehen die unter. Ich hab gerade eine M700 Carbon verschenkt. Ja, ist ja auch gut. Ich brauche eine Aufstellung aller Geschütze hier und eine Prioritätenliste für den Abtransport. Alle anderen sind. Aber mir werden noch lauter rote Sachen angezeigt. Rote Feinde. Es ist sicher. Ja, die sind wahrscheinlich hinter der Mauer. Irgendwo. Ich hab hier noch eine M60, falls jemand möchte. LMG. Eine Pistole. Kann man auch teilen. Ja. Kann man sonst so kacke dran? Taktikerholzer, sehr schön. Besser als meins? So, ich kann erstmal die ganzen Sachen, die nicht 256 sind, eigentlich kaputt machen, oder? Jo, ich habe hier noch ein leichtes Maschinengewehr hingeschmissen, falls irgendwer das braucht. Ich habe so viele geteilte Objekte hingeworfen. Wenn du dich immer ein Stück bewegst, bevor du hinwirkst, dann kann man die einzeln aufnehmen. Du kannst auch F untersuchen drücken, muss ja nicht F gedrückt halten. Du drückst einmal F und gehst da durch. So, zumindest habe ich jetzt eine ziemlich einheitliche Itemstufe. Jetzt geht's daran, sich das Bessere rauszusuchen. Was ist denn eigentlich besser, ein Sturmgewehr oder ein leichtes Maschinengewehr, so vom Prinzip her? Ich meine, die leichten Maschinengewehre haben echt mehr Muni, aber... Ist das nicht Geschmackssache, letztendlich? Ja, wahrscheinlich. Also allgemein meinte Sturmgewehr. Ich finde Sturmgewehre auch besser. Aber es ist auch... eine persönliche Sache und kommt auf die Talente der Waffe an und auf die Mods und auf deinen Spielstil. Oh Gott, da muss ich mir dann Gedanken drum machen. Ist ja dein furchtbar. Spielstil, ja. Oh, da liegt auch noch ganz viel rum, ne? Ja, so vorne hat hier noch mal 10 geschmissen. Ja, ich komme schon wo auch immer. Da. Achso, das sind die Waffen. Ich muss mal kurz hier umbauen, die Mods. Ja. Ich muss auch mal kurz meine alten Waffen hier loswerden. Ich glaube, für den Wochenauftrag kannst du wiederverwerten, ne? Für den Wochenauftrag, so. Oder musst du die einsammeln? Die Waffenteile musst du sammeln. Also, wiederverwerten reicht nicht. Chance? Ja, brauche ich auch nicht. So, damit wäre ich auf jeden Fall schon mal beim Item-Level von 240. Das ist, Fehlt dir bestimmt noch eine Pistole, ne? Nee. ...256... Handschuhe fehlen mir.
Und dann wäre ich auch fertig, glaube ich. Handschuhe habe ich keine mehr dabei. Ich auch nicht. So. Sollen wir den letzten Einsatz auch noch machen? Klar. Kleiner Augenblick. Gerne. Jo, kann wieder noch nicht reisen, müssen erst raus. Ja. So, zu wem kann ich denn porten? Gleich. Ah, wo ging's denn nochmal raus? Hast du's gefunden? Ja, aber ich bin immer noch im Kampf. Kann ich nochmal porten? Bitte melden Sie verdächtig. Wie ist denn das Seil? Ach jo, ich sehe es zumindest. Jetzt hab ich Gegner gefunden. Ja, ich glaub, das. Zu einem Zimmer ist ja gerade noch da, aber die SOAC, Sturmgewehr, ist auch ein M6, der das ist mein Wolfhoff und die M4. Wolfhoff ist ein sehr komischer Waffenarm. Ja, der hieß vor dem Update mal Farmer. War richtig schlecht. Ja, die Wolfhoff funktioniert nicht mit jedem Set. Ne? Da ist noch irgendein. Ach, rechts sind auch noch welche. Okay. Bullfrog hat ja dieses Zusatztalent, dass du Schadensbonus kriegst, wenn du keinen Stabilitäts- oder Präzisionsmods drauf hast. Ich spiele im Moment Stürmer und wenn du das kombinierst, dann musst du halt viel treffen und irgendwie treffe ich mit der Bullfrog nicht genug. Funktioniert dann nicht mehr. Irgendwie belebt dich der Toaster nicht wieder, ne? Doch jetzt. Ah, gut. Hat nur ein bisschen länger gedauert. Der war zu schwach eingestellt, der Toaster. Das Röstaroma war nicht groß genug. Genau. Hier, einen neuen Toaster. Der muss irgendwo jetzt muss ich tatsächlich darüber. Sein. Ja, ja, der Named ist links. Irgendwo hinter einer Mauer. Der Named aber. Ach, stimmt, da hinten. Ich weiß gar nicht, wie man hier rauskommt. Wahrscheinlich einfach da unten lang. Wir müssen irgendwie das Seil haben. Was ein Seil?